Der 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Es geht ans Eingemachte und hier sind unsere Tipps dazu. Es geht los am Freitagabend mit dem Schwabenduell zwischen Augsburg und Stuttgart. Die Augsburger haben sich ja in den vergangenen Wochen und Monaten zu einer regelrechten Heimmacht etabliert und Stuttgart ist, seitdem Sebastian Hoeneß da ist, plötzlich eine ganz andere Mannschaft. Unter Hoeneß gab es ein Weiterkommen ins DFB-Pokal-Halbfinale sowie zwei nicht verlorene Spiele in der Bundesliga, was unter Labbadia schon eine absolute Seltenheit war, wenn es das überhaupt gegeben hat. Also, nach diesem famosen 3:3 gegen die Dortmunder traut man natürlich Stuttgart auch in Augsburg was zu, vor allem weil die Augsburger jetzt zwei Spiele in Folge verloren hat. Aber wir sehen, die haben in fast allen Spielen Tore geschossen und insgesamt eine relativ gute Heimbilanz, wenn man jetzt das letzte Spiel gegen Köln mal vielleicht ein bisschen ausklammert, gab es da in den 5 Heimspielen zuvor keine Niederlage und sogar sage und schreibe 4 Siege. Das ist für eine Mannschaft wie Augsburg schon ja, aller Ehren wert. Und dementsprechend gehe ich hier davon aus, dass Augsburg zu Hause sehr schwer zu schlagen sein wird und Stuttgart mit einer 2,2er-Quote total unterbewertet ist oder überbewertet im Sinne von, die Quote ist unterbewertet und viel zu niedrig für eine Mannschaft wie Stuttgart. Hier sind ausgeglichene Quoten eigentlich angebracht, aber das sind sie nicht. Also sehe ich Value bei der Heimmannschaft. Augsburg Asian Handicap plus 0,25 gibt eine Zweierquote. Was sagst du dazu? Schreib deine Tipps und deine beste Wette vielleicht in die Kommentare und dann können wir alle davon profitieren. Es wird ein interessantes Spiel in Mainz. Thomas Tuchel kehrt mit dem FC Bayern zu alter Wirkungsstätte in Mainz zurück. Dort war er ja der Nachfolger von Jürgen Klopp damals und es war seine erste Bundesliga-Station, mittlerweile Champions-League-Sieger, aber bei Bayern, obwohl sie noch Erster sind, läuft es nicht so wie erwartet. Also die Bayern aus der Champions League ausgeschieden, wenn auch mit einem bemerkenswerten Punkt gegen Manchester City. Das war jetzt kein schlechtes Spiel. Sie machen nur irgendwie in letzter Zeit zu wenig Tore. Unter Tuchel 2 Tore geschossen, also der war ja schon seit dem Dortmund-Spiel, das vergesse ich immer. Aber in den letzten Spielen sah es halt einfach mau aus und es ist noch nicht so der Tuchel-Effekt bei Bayern spürbar. Der ist aber zwingend nötig, wenn die Bayern hier in Mainz was reißen wollen. Wir sehen uns mal die letzten Spiele der Mainzer an. Das sind ja sage und schreibe 9 Spiele in Folge ohne Niederlage. Und da haben sie wirklich einiges an Punkte gesammelt. In der Tabelle stehen die Mainzer jetzt auf Platz 8 da und haben immer noch die Chance hier auf die Europa League. Da ist Leverkusen gerade mal 2 Punkte vorne. Außerdem steht Leverkusen ja im Europa League Halbfinale und wir wissen ja spätestens seit Frankfurt, dass der Europa League Sieger in die Champions League kommt. Das würde auch bedeuten, dass ein weiterer Platz frei wird für die Europa League und dann würde Platz 7 eben auch reichen. Aber das ist jetzt noch ein bisschen hin, bis Mainz davon träumen darf. Dazu müssten sie jetzt erstmal wieder mal ein gutes Spiel gegen die Bayern raushauen und das haben sie in der Vergangenheit ja durchaus öfter mal getan. Wir sehen das letzte Spiel in der Bundesliga fast vor genau einem Jahr, am 30. April 2022, haben die Mainzer zu Hause gegen Bayern mit 3:1 gewonnen. Das Mainz-Spiel davor, am 24. April 2021, haben die Mainzer zu Hause auch gegen Bayern gewonnen. Also die letzten beiden Bundesliga-Heimspiele hat Mainz zu Hause gegen Bayern gewonnen. Im Pokal sind sie allerdings gegen die Bayern ausgeschieden. Will nur sagen, Mainz ist in guter Verfassung, in guter Form und ist nicht zu unterschätzen. Die Bayern kriegen eine Quote von 1,6. Das ist allein schon sehr attraktiv genug, wenn man davon ausgehen will, dass Bayern ja wieder zu alter Stärke zurückfindet. Für alle Mainz-Fans würde ich nicht unbedingt was empfehlen. Also mir ist die Wette auf Bayern trotzdem
lieber mit einer Asian Handicap minus 1 auf die Bayern würdest du eine 1,95er Quote kriegen. Da ist halt egal, wie die Bayern jetzt in den letzten paar Spielen gespielt haben. Früher oder später werden die wieder einen raushauen. Und dass die Mainzer jetzt auch in den letzten 5 Spielen nur einmal gewonnen haben, ist jetzt auch nicht unbedingt dann die Werbung, Bayern zu schlagen, auch wenn dieser Sieg ausgerechnet gegen Leipzig war. Spannendes Spiel, sehr interessant. Was sagst du dazu? Schreib deinen Bayern-Mainz-Tipp auch in die Kommentare. Und dann schauen wir weiter zum Spiel Hertha gegen Bremen. Jetzt hat Hertha einen unbekannten neuen Nachwuchstrainer etabliert mit einem gewissen Paul Dardai. Noch nie im Fußball irgendwie aufgetreten zuvor in Erscheinung. Und jetzt soll der das Wunder bewerkstelligen, Hertha BSC vor dem Abstieg zu retten. 22 Punkte haben sie und damit sind sie 2 Punkte hinter dem Relegationsplatz Stuttgart. Aber Stuttgart hat ja natürlich jetzt einen Sebastian Hoeneß, während Hertha mit Dardai mal wieder um den letzten Strohhalm kämpft. Ich frage mich halt auch, warum Felix Magath da nicht wieder geholt wurde, der ja letzte Saison die Hertha wirklich mit einem Kraftakt noch gerettet hat. Jetzt gegen Bremen verstehe ich die Quoten nicht ganz. Ist da der Dardai-Effekt schon eingepreist bei einer 2,3 oder ist das der Tatsache geschuldet, dass Hertha zu Hause immerhin eine einigermaßen ausgeglichene Bilanz hat mit 4 Siegen, 5 Unentschieden, 5 Niederlagen, 19-21 Toren und 17 Punkten. Und auf der anderen Seite ist Bremen ja auch gar nicht so verkehrt. Fast die gleiche Bilanz, die Hertha zu Hause hat, hat Bremen auswärts, außer dass sie dort mehr Tore kassiert haben. Aber von einem Außenseiter hier zu sprechen bei Bremen, das ist ja schon irgendwie absurd, wenn man sieht, dass ja Hertha einfach auf dem letzten Platz ist und Bremen zumindest gegen Mannschaften wie Mainz, die Mannschaft der Stunde und Gladbach unentschieden gespielt hat. Aber gut, das ist Vergangenheit. Ein Spiel, das vielleicht nicht unbedingt einen Sieger hat und wenn, dann sollte es ja wohl nicht die Hertha sein. Deswegen Value auf der Seite von Werder mit Asian Handicap plus 0,25, eine 1,9er Quote. Und wenn das Spiel unentschieden ausgeht, gewinnen wir immer noch die Hälfte von dieser Asian Handicap Quote. Und das ist doch eine ganz interessante Sache für Füllkrug und Duxch, das beste Sturmduo der Liga. Und Hoffenheim hat sich mit einer kleinen Serie, die hat schon gereicht, aus dem Abstiegskampf herausgekämpft und befindet sich jetzt plötzlich auf Platz 13, ganz in der Nähe von Köln in der Tabelle nach 3 Siegen und einem Unentschieden jetzt gegen die Bayern sogar. Könnte Hoffenheim zu Hause seine Serie ausbauen und mit einem Sieg mit Köln gleichziehen. Das Momentum wahrscheinlich auf Seiten der Hoffenheimer, aber auch Köln hat jetzt in den letzten 3 Spielen das Ruder wieder rumgerissen und 5 Punkte geholt, während es ja zwischenzeitlich ganz dunkel aussah in Köln. Die haben halt viele Spiele nicht gewonnen, weil sie halt 11 Unentschieden haben. Das sind die Unentschieden-Könige der Liga, die Kölner. Haben eine Niederlage weniger als die Hoffenheimer, die ja dafür sehr viel Niederlagen haben. Aber das ist ja bei Kramaric und Co. jetzt Vergangenheit. Hoffenheim mit einer 2,2er Quote zu Hause. Ziemlich realistisch bewertet, finde ich. Wenn die Quoten ausgeglichen wären, würde ich sagen, das Value ist schon bei einem Asian Handicap 0 bei Hoffenheim, so in der Art. Aber dafür hätte ich gerne 1,9er Quote oder so. So ist es kein Wettfall, dass man hier unbedingt Geld auf Hoffenheim setzen will oder muss. Das ist definitiv nicht der Fall. Was vielleicht sein könnte, dass beide relativ unbeschwert da aufspielen können und auch Tore schießen. Deswegen finde ich das noch am attraktivsten, die Line bei Asian Handic bei 2,5 Tore mit einer 1,8er Quote auf über 2,5 Tore. Finde ich gut, kann man mal vielleicht ins Auge fassen, aber am Ende, wenn man sich nicht wirklich
darüber freut, wie die Quote ist, sollte man einfach gar nicht drauf wetten. Sollte man hier nicht drauf wetten, weil Bochum eine einigermaßen heimstarke Mannschaft ist gegen Wolfsburg und trotzdem in den letzten drei Spielen nicht gewonnen hat und auf der anderen Seite die Wolfsburger vielleicht noch in die internationalen Plätze vorrücken wollen, das sicher, aber auch können, weil sie 4 Punkte Abstand auf Platz 6 haben und 2 Punkte Abstand nur auf Platz 7, der ja, wie ich gesagt habe, schon reichen könnte für eine Qualifikation für die Europa League. Und das wäre doch für Wolfsburg eigentlich ein Mindestziel fast schon, wenn man davon ausgeht, dass die ja nicht vor allzu langer Zeit auch in der Champions League noch gespielt haben, als sie Oliver Glasner trainiert hat, aber unter Niko Kovac weht halt ein anderer Wind. Die Quote für Wolfsburg 2,35 reizt mich jetzt auch nicht über die Maßen. Auf der anderen Seite, ja, kann man schon davon ausgehen, dass Wolfsburg stark genug ist, um in Bochum nicht zu verlieren. Denn funny fact, die Wölfe sind die einzige Bundesligamannschaft, die auswärts mehr Punkte gesammelt haben als zu Hause. 21 Punkte sind es auswärts, zu Hause sind es 19. Bochum hingegen eine starke Heimmannschaft, auch 19 Heimpunkte bei nur 8 Auswärtspunkten. Also wenn Bochum hier was reißt, dann zu Hause. Ein Unentschieden ist natürlich im Bereich des Möglichen. Dennoch sehe ich die Tendenz ein bisschen zu Wolfsburg und eine Asian Handicap 0 auf Wolfsburg gibt eine 1,7. Ist das gut genug, um Geld drauf zu riskieren? Ich denke, man kann es machen. Auf der anderen Seite musst du es natürlich nicht. Das ist auch wieder so eine Kann-aber-nicht-muss-Wette. Dortmund gegen Frankfurt zu Hause mit einer 1,6-Quote. Hört sich auf den ersten Blick so ein bisschen niedrig an für eine Mannschaft, die gerade nicht mal Stuttgart besiegen konnte. Auf der anderen Seite ist Dortmund halt die beste Heimmannschaft, gell? Mit 11 Siegen in dieser Saison zu Hause. Während Frankfurt insgesamt gerade mal 11 Siege auf dem Konto hat. Und irgendwie überraschenderweise noch auf Platz 7 steht, obwohl die Frankfurter doch in den letzten paar Bundesligaspielen gefühlt eigentlich gar nicht vorhanden waren und sehr viele Punkte liegen gelassen haben. Wenn man sich so diese Bilanz der Frankfurter anschaut, da denkt man eigentlich, da müsste es sich um einen Abstiegskandidaten handeln. Die haben hier gegen Köln verloren, gegen Neapel sind sie dann ausgeschieden aus der Champions League. Das kannst du schon mal machen, das ist jetzt kein Beinbruch, aber seitdem ist ja auch ein bisschen der Wurm drin. Und gegen Leipzig kannst du verlieren, klar, dann aber nur unentschieden gegen Stuttgart und so weiter. Und Niederlagen gegen Union Berlin, Niederlage gegen Leverkusen. Also Frankfurt nicht gerade in Topform und nicht gerade als Punktesammler bekannt. Also warum sollten die hier den Dortmundern gefährlich werden, sage ich jetzt mal. Dortmund aber mal wieder, wie Dortmund es schon so oft gemacht hat. Bayern spielt die schlechteste Saison seit einem Jahrzehnt oder so. Und Dortmund schafft es trotzdem nicht, davon zu profitieren, obwohl sie in Stuttgart schon mit 2 Toren Vorsprung eigentlich als sicherer Sieger aussehen. Und dann holen sie da nur einen Punkt. Und sie hätten schon längst eigentlich Bayern so ein bisschen distanzieren können und auf die Meisterschaft zulaufen können, aber das tun sie immer nicht und fraglich ist jetzt auch, ob sie deswegen gegen Frankfurt hier das abrufen. Die Quote für diese super starke Heimbilanz und die schwache Form der Frankfurter ist dennoch ein wenig attraktiv und ich würde auf Asian Handicap minus 1 dann gehen, weil man bei dieser 1,6er Quote ja davon ausgeht, dass Dortmund gewinnt. Wenn man jetzt nur auf die 1,6er-Quote setzt, ist es ein bisschen zu wenig auf lange Sicht mit der 1,6er-Quote auf den Dortmund-Sieg. Deswegen davon auszugehen, dass sie gegen schwache Frankfurter zu Hause eben diesen 2-Tore-Vorsprung schaffen und dann hätte man eine 2er-Quote. Und wenn sie dann nur mit einem Tor-Vorsprung gewinnen, gäbe es das Geld zurück. Beim Unentschieden hätten wir sowieso beide Wetten verloren und Dortmund hätte uns mal wieder in die Suppe gespuckt. Freiburg gegen Schalke finde ich eigentlich ein klareres Duell noch als Dortmund gegen Frankfurt, aber trotzdem haben die Freiburger eine höhere Quote
obwohl sie auch eine sehr, sehr starke Heimmannschaft sind, aber natürlich jetzt auch nicht so viel Power haben und nicht so dominant sind wie die Dortmunder. Die Freiburger überzeugen eher durch Defensive, erst 12 Gegentore zu Hause. Insgesamt ein paar mehr, weil sie auswärts mal ziemlich abgeschossen wurden. Und von diesen 12 Gegentoren zu Hause, da kamen ja sehr, sehr viele aus einem einzigen Spiel. Wenn wir hier mal zurückschauen, haben sie 3-1 gegen Dortmund verloren. Ansonsten kassieren sie eigentlich zu Hause nicht so viele Tore. Und das letzte Heimspiel war dieses knappe 0-1 gegen die Bayern. Da sollte Schalke als Auswärtsmannschaft, die in der Saison erst 8 Punkte auswärts geholt hat, nicht unbedingt eine Gefahr darstellen. Und daher 1,8 auf Freiburg, durchaus eine Value-Quote in meinen Augen. Wir haben dann noch Leverkusen gegen Leipzig, was ein sehr interessantes Duell um Plätze in den internationalen Geschäften ist, denn Leipzig will ja normalerweise in die Champions League, Leverkusen vielleicht auch über den Umweg Europa Liga. In der Bundesliga ist der Abstand auf Leipzig mit 7 Punkten schon zu groß. Auf der anderen Seite ist Leverkusen einfach die Mannschaft der Stunde und hat einen sagenhaften Lauf hingelegt, seitdem sie in diesem Elfmeterschießen gegen Monaco weitergekommen sind. Dann gab es zwar noch eine Niederlage gegen Mainz davor, aber danach halt, wie gesagt, noch keine Niederlage mehr und auch in der Europa League jetzt weiter. Deswegen könnte man eigentlich sagen, Leverkusen ist vielleicht in der momentanen Phase einen Tick stärker einzuschätzen als Leipzig, das sich gegen echt nicht gerade die Crème de la Crème der Liga wie Augsburg und Hertha in den letzten Spielen schwer getan hat und dann zwischenzeitlich zwar im Pokal weitergekommen ist, aber auch dann gegen Mainz und Bochum zum Beispiel verloren hat. Also die letzten 4 Leipzig-Spiele in der Bundesliga, alles andere als sahnemäßig, was dafür spricht, dass Leverkusen noch dazu mit dem Heimvorteil, wenn man so sieht, dass die Leipziger auswärts erst 19 Punkte geholt haben und Leverkusen zu Hause 23, ja, ist jetzt auch nicht die Welt, aber ein bisschen besser zumindest, kann man eigentlich davon ausgehen, Value bei diesen ausgeglichenen Quoten bei Leverkusen. Asian Handicap 0 gibt eine 1,8er Quote oder man geht direkt auf ein X mit einer 3,7 Quote, denn diese beiden Mannschaften, ja, wer soll dieses Spiel gewinnen? Das ist reiner Zufall und bei so reinem Zufall ist das Unentschieden halt das Beste, weil es die höchste Quote ist. Gladbach gegen Union Berlin, auch ähnliche Situation, kannst du fast unmöglich einen Sieger vorhersagen. Ich würde fast sagen, in 50% aller Tipps in Tippspielen gehen die Leute hier auf ein Unentschieden. Oder würdest du sagen, dass die Gladbacher hier den Heimvorteil ausspielen und dieses Heimspiel gewinnen können? Können ja, haben sie auch gegen Bayern zu Hause getan. Aber auf der anderen Seite steht halt mit Union Berlin eine Mannschaft, die in der Saison auch fast sich nichts zu Schulden kommen hat lassen. Und man erwartet ja schon ewig eigentlich einen Einbruch der Eisernen, der nicht so wirklich kommt. Sie stehen immer noch auf Platz 3, haben die Chance, in die Champions League zu kommen. Das muss man sich echt mal vorstellen. Und Gladbach dümpelt so auf Platz 10 dahin. Eine absolut graue, durchwachsene Saison. Mal mit einem Highlight, das sie raushauen, mit dem Bayern-Sieg und dann wieder vielen Enttäuschungen. Und deswegen einfach klar ein Unentschieden bei einer 3,4er-Quote. Und dann fassen wir nochmal zusammen. Die Frage wird auch sein, patzen die Bayern in Mainz? Kann Dortmund davon profitieren? Also ich sag's mal nein, aber eins nach dem anderen. Die Augsburger 1-1 gegen Stuttgart, das Value bei der Heimmannschaft Asian Handicap plus 0,25 bei einer 2er-Quote. Bayern gewinnt mit 2 Toren Abstand in Mainz und die Asian Handicap minus 1 auf die Bayern gibt eine 1,95. Hertha verliert gegen Bremen zu Hause, trotz Dardai mit 0-2 Asian Handicap auf die Bremer.
plus 0,25 gibt eine 1,9, doch ganz okay. Und die Hoffenheimer gewinnt zu Hause gegen Köln mit 2:1. Hier ist noch das attraktivste, eine Over 2,5er Wette mit einer Quote von 1,8. Bochum verliert zu Hause gegen Wolfsburg mit 1:2, Asian Handicap 0, Quote 1,7. Dortmund gewinnt 3:1 zu Hause gegen Frankfurt, Asian Handicap minus 1, 2:0. Freiburg gewinnt 1:0 gegen Schalke, Siegwette, 3-Wege-Wette, 1,8er Quote. Leverkusen und Leipzig 2:2 unentschieden ein X und Gladbach Union Berlin 1:1 unentschieden ein X bei einer Quote von 3,7 bzw. 3,4. Was sagst du dazu? Schreib deine Tipps in die Kommentare. Lass einen Daumen nach oben und ein Abo da und dann bis zum nächsten Mal.